22.000 Fans, cool. Ich darf jetzt zwei Drills noch machen, oder? Karrieremeilensteine, Karrierezeitleiste. NBA.com, Schlagzeilen. Traded Houston Brockman. Jetzt kommen wir Tobel, John Samuels, Thomas verletzt, Mavericks, OG Mayo, Hill. Egal, ich will sagen, ihr spielt das nächste Spiel oder Schlüsselspiel? Ich spiele mal das nächste Spiel, mal gucken, was es wird. Verdiente Fähigkeitspunkte 225, die setzen wir natürlich später noch an. Was? 46% Beliebtheit? Nein. 51% Chemie. Gegen Orlando. Ha, wen haben die denn? Jameer Nelson, Aflalo, Tecoglico, Aiyon Davis. Aha. Okay, hier sehen wir, wie schön es geworden ist. Oh, wie schön. Denver Nuggets gegen Orlando Magic. Jetzt! Ready to game! Hello and thanks for joining us, 2K Sports fans, for another exciting presentation Freitag. Of NBA basketball with Steve Kerr and Clark Kellogg. This is Kevin Harlan. Ty Lawson, Andre Iguodala, Wilson Chandler, Nefari, Jabal McKee gegen Jermaine Nelson, Aaron Aflalo, Hiroto Kogurko, Gustav Ayon und Glenn Davis. Yo! Mal gucken, wer den Tip-Off als den Sprungball gewinnt heute. Wird bestimmt sehr spannend sein, das heutige Spiel. Vor allem, weil Orlando ohne Dwight Howard eigentlich gar nichts ist, um es mal so zu sagen. Naja. Und sie haben den Sprungball begonnen dann. Erstes Viertel. Was, die führen? Mein Gott. Was ist ein dynamisches Ziel? Ah. Bis auf 5 Punkte der weniger heran. Verkürze den Rückstand. Oh mein Gott. Warum ich? Wurf faul provozieren. Fluss ein. LOL. Ja, fail. Und schon haben wir 2 Punkte erzielt. Ein Foul provoziert. So, und Vorspulen von Joe Friday bei Freiburg. Etwas zu spät, aber den Freiburg verwandelt. So, 3 Punkte. Und ein, also ein Meilenstein freigeschaltet. Ja, geht voll. 10 Sekunden gespielt. Otto Wurf Defense. Hier ist Iguodala, ja. Fuckless. So for the Nuggets, their last game against the 76ers in Philadelphia. Offensively, everything just seemed to come. Nein, 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 warum war schon wieder? Really did, Steve. I mean, it looked effortless for them at that end. Nelson, another shot. Count the bucket. Warum holen die denn den Rebound? Das kann einfach nicht sein. Es war kein schlechter Pass. Also
On the wing is Iguodala. From downtown, gets it to go. Okay, 8 Punkte Rückstand. Right out of the gate, just filling it up. Both teams are, guys. I mean, points coming fast and furious. Oh Junge, wie ich hier am Boden liege, hallo. Noch 6 Punkte. Auf, wenn wir müssen jetzt nach dem letzten. Schade, das dynamische Ziel haben wir jetzt nicht geschafft. Habe ich jetzt nicht geschafft, weil es nur 6 Punkte geworden sind. Alter Rückstand. Sollten aber 5 werden. Schade. See the show and make yourself heard. Come out and support your hometown Nuggets. Always great to see Magician doing what he does best. Make sure to be there. So come out and welcome our sensational new rookie. Der neue Tickets unter Nuggets.com. Auf, geht jetzt auf diese Website Nuggets.com und bestellt Tickets für mich. Genau jetzt. Okay. Natürlich nicht. Was? Ich fange im zweiten Viertel an. Geil. Der Coach hat ja Verständnis für mich. So with Iguodala sitting on the bench, here's the group that George Karl has on the floor. Magician in its small forward. Kenneth Faried and JaVale McGee. Ach Junge. Andre Miller is out there with Lawson. Ach komm. Oh my God. Think about JaVale McGee, guys. The physical talent is unquestioned. He's long, he's tall, he's athletic, he can run. I think the question mark is. Ich verstehe das einfach nicht. Be consistent with his game and with his focus and be part of a winning team. He traded to Denver helped, I think. I think that's a good role for him. Here's Magician. Und gute Wurfauswahl. 5 Punkte. Magician's got his second basket of the night. 5 Punkte, no rebounds, no assists. Bisschen unausgeglichen, oder? He's got 5. Stolen by Fareed. Ich wollte den schon werfen. Here's Denver. Here's McGee. Oh komm schon, mach den doch rein. Ziel erfüllt, verkürzt den Rückstand. Cool. Ja gut. Ich dachte, es geht jetzt nur so in der ersten. Great rebounder at Morehead State. And he brought that into the league with him. He attacks the ball, he attacks the glass, plays hard on every possession. That's just the kind of player he is. It's in his nature. He can't help but hustle after missed shots, and he's willing to battle for rebounds and lose balls with anybody. There's no backing down with Fareed. And a chance here to catch up with the fourth member of our crew, Doris. Steal, lol. Yes, Kevin, Danilo Gallinari has really stepped into a primary offensive role on this Denver Nuggets team. Das war kein Turnover. Ey, komm schon, das war kein Turnover, das wird der wie heißt der? Lawson hat ihn verloren. Gutes Foul. Ja. Coole Wurftechnik, ganz klar. Nein, jetzt habe ich die Einschätzung vom Coach verpasst. Fuck. Ich habe natürlich nichts gesagt. Zweites Viertel. Fertig. Halbzeit. Und wir führen, geil. Der Halbzeitbericht. It's been a great game out in Orlando. Thanks for joining us. The Denver Nuggets have the lead against Orlando. Outstanding bench production. Boom. They've gotten a very nice lift, and that's made a huge difference for them on the scoreboard. Andre Iguodala playing effortlessly. He's got 7 points. He's been getting it done on both ends of the court. Look at the assists. Look at the rebounds. It's all adding up to a great first half. And the Magic have been plugging away. Extra possessions almost too easy to come by. They've piled up the second chance buckets. Now, time to get you back out to the game in Orlando. The second half is coming right up. Die richtige Analyse von Sprint. Sprint, Sprint, Sprint. Simulation. Through the first two quarters. It's been one outstanding game from Jameer Nelson. Okay. 2 Minuten zu spielen. Und jetzt im Angriff.
Quentin Richardson's out there with Al Harrington. Then there's Ish Smith. Then there's a follow. And it's Davis at the center position. Oh, my God. Ey, lauf doch. Beschwer dich nicht. Mein Gott. A little over 2.5 minutes off the clock in this final half of play. Richardson dishes to Smith. Pass to Harrington. For three. No good. Nobody near him. He'll normally make that one. The Nuggets leading by four. He's got to push it. And Lawson with the drive. He kicks to Mozgov. Over Davis. Ach komm schon, warum passt denn niemand zu mir? Hier, alle müssen zu mir passen. Gute Wurf-Defense. Ah ja, Coach-Feedback. Was, jetzt hätte ich sofort wieder ausgewechselt. Mein Gott. Aber ich bin in der Crunch. Oh mein Gott, ich bin in den letzten 5 Minuten im vierten Viertel dabei. Das ist schon mal. Magician, he's in a three. Wilson Chandler out there with JaVale McGee. Then it's Lawson. And it's Iguodala at the shooting guard position. Harrington, the pass to Nelson. Naja, als Rookie schon in der Crunch Time zu spielen ist. Also Crunch Time sind die letzten 5 Minuten in einem Spiel, wenn das weniger, glaube ich, als 5 Punkte. Oh, wir haben gewonnen. Wenn man letzten 5 Minuten, wenn keine Mannschaft, wenn eine Mannschaft nur mit 5 Punkten führt, glaube ich. Also so die glaube ich, die Einstellung. Nicht Einstellung, sondern die wann das man nennen kann. Also wenn beide Mannschaften noch gewinnen können. Also man, eigentlich können immer beide Mannschaften gewinnen, aber da ist nur 2 Ballbesitz. Also um zu gewinnen. Halt. Sowas halt. Ja. Mittel gewonnen 40 85 cool. Ja, Nick, weiter so. Hier sieht man. Aha. Naja, wird gespeichert. Leistung. Oh, Positionskampf. Richtung mich. Cool. Es wird geladen. Bitte warten. Congratulations on the win tonight. It was definitely a nail biter. How are you feeling after a close game like that? Glückwunsch zum Sieg heute. Das war wirklich eine enge Kiste. Wie fühlen Sie sich nach einem derart umkämpften Spiel? Gut für unser Selbstvertrauen, würde ich sagen. Team Chemie, ja. Fans, ja. Fansupport, ja. Super. Sir Maurice Hercules. Sieht aus, als dürfte es vor dem... Tja, gelitten. Aha. Unglaublich, dass wir das Ding gewonnen haben. Joe Magician, tolle Sieg, 1 Punkte. Ist aber für meinen Geschmack zu knapp. Ich sag nichts dazu. Oh, okay. Was gibt's doch für schlaue Sachen, Team? Tabelle, oder? Power Run, Rangliste. Und wir sind... Ja, es ist noch nicht fertig. In der Conference sind wir auf Rang... Achso, Western sind wir. Nuggets, Rang 2. Kaboom. Also eigentlich auf Rang 1. Wir hatten noch gewonnen. Jazz, Thunder, Warriors. Lakers haben wir jetzt verloren. Mavericks. War irgendwie klar. Ich würde sagen, wir haben 320 FP. Jetzt können wir meinen Spieler Upgrades geben. Attribute. Wurf in der Zone... Wurf nah, nein, Wurf mittel. Was brauchen wir denn noch? Pass. Hände, Offensiv-Rebound, Post-Fadeaway.
Naja, Defense eher nicht erstmal. Dann machen wir erstmal in der Offense. Machen wir mal Mitteldistanzwurf. Kaufen. So. Jetzt haben wir ein bisschen unseren Mitteldistanzwurf verbessert. Ist ein bisschen komisch, dass man das kaufen muss und nicht trainieren, aber. Post-Spot-Up-Shooter und Wurfgestalter. Aha. Okay, wir können Vollstrecker. Können wir kaufen. Akrobat. Aber das kostet alles so viel. Naja. Signature Skills müssen wir. Sind zwar übelst geil hier sowas. Aber. Ja. Ich beende hiermit mit einem herzlichen Speichern diese Aufnahme mit zwei Spielen heute gehabt. Und wir sehen uns dann nächstes Mal. Startseite. Ja, dann tschüssi.